wenn die deutschen Medien vielleicht den Eindruck erwecken, dass es sich nur um eine bloße Auseinandersetzung handeln würde zwischen zwei Nationalismen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Die Madrider Zentralregierung unterdrückt das katalanische Volk. Es hat die Autonomie aufgehoben, es steht jetzt unter Zwangsverwaltung. Wie hier auch schon ausgedrückt wird, gibt es auch eine Reihe von Verhaftungen von politischen Gefangenen. Und es ist wichtig, dass wir auch in Deutschland zusammenkommen, dass wir überall in Europa zusammenkommen, um halt die Freiheit für die politischen Gefangenen einzufordern, aber auch einzufordern, dass wir für das Selbstbestimmungsrecht Kataloniens sind, dass wir das Referendum vom 1. Oktober anerkennen, aber dass wir gleichzeitig auch bereit sind, weiterhin für diese politischen Gefangenen zu kämpfen, auf die Straßen zu gehen, auch in Massenmobilisierung, wie zum Beispiel gestern in Barcelona, wo 20.000 Leute auf den Straßen waren, auszudrücken, dass wir nicht bereit sind, uns dem Diktat Madrids anzupassen, dass wir nicht bereit sind, nachzugeben, sondern dass wir eher bereit sind, eben die Unabhängigkeit Kataloniens anzuerkennen, dafür zu kämpfen, weiterhin zu mobilisieren, auf den Straßen, sowohl in Barcelona, in Katalonien, aber sehr wichtig auch im Rest des spanischen Staates, aber auch hier in Deutschland. Deswegen ist es sehr gut, dass wir zusammengekommen sind. Ich wünschte, es wären noch ein paar mehr, besonders hier aus Berlin. Aber ich glaube, wir sollten auch weiterhin so machen, denn es ist sehr wichtig, dass wir die Solidarität aufrechterhalten. Es ist sehr wichtig, dass wir zusammenkommen, uns gegenseitig unterstützen und eben klar machen, dass wir nicht bereit sind, die Zwangsmaßnahmen zu akzeptieren und eben weiterhin laut sein werden, aber auch gemeinsam kämpferisch auf die Straßen gehen werden, um die Freiheit für die politischen Gefangenen zu erwirken, um das Selbstbestimmungsrecht Kataloniens durchzusetzen. Vielen Dank.